Die Schüler der beiden Hauptschulen, Peierbach und Reichenau, schrieben alle fleißig Fantasy-Geschichten, denn sie machten beim Literaturwettbewerb im Schloss Wartholz mit. Es ist so wichtig, dass man an sich immer weiterarbeitet und nicht dort bitten bleibt, wo man gerade ist, nur wenn man davon überzeugt ist, dass das so gut ist. Wir haben 4 Hauptpreise und 5 Newcomer-Preise. Also die Hauptpreise, die bekommen das berühmte Wartholzweh und 50 Euro dazu. Und die Newcomer bekommen 20 Euro. Die Gewinner des Wartholzwehs durften ihre Fantasy-Stories vor allen Leuten vorlesen. Und es waren ganz tolle Geschichten dabei. Derselbe Tag. Bis hin zu dem ersten Geburtstag der 3 Babys. Ich heiße Sarah Jammann und ich besuche die HSN in Peierbach. In welche Klasse gehst du? In die 3. Klasse. Du hast heute beim Aufsatzwettbewerb im Schloss Wartholz einen Preis gewonnen. Wie fühlst du dich? Naja, irgendwie nervös. Bist du aufgeregt gewesen? Ja. Wie bist du auf dein Thema gekommen? Telefon ist gestorben und da bin ich drauf gekommen. Das heißt, du warst selber betroffen, ein Haustier von dir ist gestorben und deswegen hast du dann diese Geschichte dir ausgedacht. Ich heiße Lila Al-Salaki und besuche die Hauptschule Reichenau. In welche Klasse gehst du? In die 4. Du hast heute einen Preis gewonnen. Welchen? Den Newcomer-Preis. Wir sind heute ja beim Aufsatzwettbewerb im Schloss Wartholz, im Literatursalon. Wie bist du auf die Idee, auf die Geschichte gekommen? Naja, dadurch, dass der Schultag genauso angefangen hat wie zum Schreiben. Also da habe ich genau dieselbe Geschichte erzählt wie der Tag, wo wir geschrieben haben. Das heißt, eigentlich hast du das, was du an dem Tag erlebt hast, einfach aufgeschrieben? Naja, nicht so. Ich habe also den Anfang so geschrieben und dann kommen Blumen dazu. Und hast du noch was dazu erfunden, weil es ist ja eine Fantasy-Geschichte, die du geschrieben hast. Ja. Schreibst du sonst auch noch öfter Geschichten oder? Nein. Nur in der Schule und bei Aufsatzwettbewerben? Und wie man sieht, sehr erfolgreich. Danke. Welche Aufgabe hast du hier beim Aufsatzwettbewerb im Literatursalon des Schlosses Wartholz? Also im Prinzip bin ich Mädchen für alles. Ja? Also ich sperre den Lehrern und den Schülern die Tür auf, die schreiben dann hier die Aufsätze. Ja? Dann erledige ich die Juryarbeit, lasse die Preise vorbereiten. Die Wartholzwehs werden bei uns in der Werkstätte von einem Tischler gemacht und dann die Präsentation des Wettbewerbs mache ich auch. Das wievielte Mal hat dieser Wettbewerb heuer stattgefunden? Zum 6. Mal. Das ist ganz gleich wie unser großer Literaturwettbewerb. Also wir haben im gleichen Jahr angefangen, vor 6 Jahren. Und nächstes Jahr wollen wir das noch ein bisschen größer machen für die Schüler und umfangreicher. Freue ich mich schon drauf. Wie ist es für dich, so viele verschiedene Geschichten zu lesen, aber auch zu bewerten? Es ist sehr schwierig, ja, weil es gibt einfach viele, viele gute Geschichten, viele gute Ideen und dann irgendwie auf einen Nenner zu kommen, wer jetzt der Sieger ist und wer dann eben knapp vorbei ist oder nicht, das ist wirklich schwer. Du hast ja an diesem Aufsatzwettbewerb mitgearbeitet. Wie war das für dich? Es war mal ganz spannend, Geschichten von so jungen Schreibern zu lesen, mich daran zu erinnern, wie ich selbst angefangen habe und ich bin so froh, dass ich nicht diejenige war, die das bewerten musste. Es war sehr vielfältig. Es gab alles von ganz kleinen Geschichten bis hinaus zu großen Sachen. Also ganz toll und ich hoffe, dass von diesen Schülern so viele wie möglich weiterschreiben. Da kann ganz Tolles daraus werden. Was glaubst du, wie wichtig ist es für Schüler auch in diesem Alter schon, Geschichten zu schreiben und auch bei einem Wettbewerb teilzunehmen? Ich denke, dass es für den einen sehr wichtig ist, für den anderen weniger wichtig ist, zu schreiben. Für diejenigen, die sich auf diese Weise versuchen auszudrücken, ist es ganz wichtig, dass man diese Schüler fördert, damit sie einen Weg finden, wirklich das, was sie belastet, was sie glücklich macht, was ihnen in den Kopf rumgeht, auf Papier zu bringen. Andere, die schreien sowieso ins Leben hinaus, was ihnen nicht passt. Aber eher die stillen Leute, die brauchen ein Ventil, so wie es bei mir halt eben das Schreiben ist. Und ja, an einem Wettbewerb teilzunehmen,
Das ist in jedem Alter wichtig, sich der Herausforderung zu stellen, etwas zu versuchen, sich zu messen und vielleicht auch etwas zu gewinnen.